Wie gesagt, ich euch einfach drei Heller gebe, weil ich es kann. Und ihr setzt den einen Heller ein, um die Feste nochmal neu zu verbessern, wenn es geht. Ja, super. Wie gesagt, du musst sowieso an den Brücken, wenn du dann nach Osten ziehst, auch nochmal Brückenzoll abgeben, aber du musst das Geld auch nicht mir geben. Ich habe gerade die Hände schmutzig. Werf das dann einfach vorne in die Opferschale. Alles klar, mache ich. Ich vertraue Dankeschön. dir. Übernimmt sich sozusagen sein Essen dann mit nach dem Gespräch und marschiert direkt Richtung Opferschale, bevor er anfängt zu essen, schmeißt die drei Heller da rein, sagt dann vielen Dank Rondra und Travia für das gute Essen. Und ja, wird sich dann irgendwo hinsetzen und einfach mal genießen, dass er sich vielleicht irgendwo auf so einem halben kaputten Stein setzen kann und dann jetzt hier vielleicht sich ein bisschen anlehnen kann an so ein Stück Mauer, was noch gerade halbwegs ja, erträglich aussieht, um einfach mal zu essen und abzuschalten, denn der Gewaltmarsch heute war schwer. Das war. Währenddessen geht auch Amenelaos, beziehungsweise Iolaos, durch die Gegend. Ja, und ich möchte ein wenig mir das Ganze hier anschauen, die Leute hier anschauen, so also mit geschultem Blick. Und nun, wenn ich jemanden finde, der nicht unbedingt gerade beschäftigt ist, würde ich gerne einmal inquirieren, ob es in letzter Zeit ja zu Kämpfen gekommen ist. Ja, die letzten Tage, die letzten Wochen waren ziemlich ruhig, auffällig ruhig, möchtest du fast sagen. Aber du wirst den einen oder anderen finden, vor allem einen, der zwei regeltechnische Wunden im Brustbereich hat, nachdem er da von einer Keule getroffen worden ist. Oh, selbstverständlich biete ich meine medizinische Hilfe an. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und das soll meine Spende an die Rondra-Kirche sein. Ich werde alle Leute hier versorgen, die in irgendeiner Weise Hilfe brauchen. Ja, nehmen Sie dankbar an. Perfekt. Kannst du dir 10 ASP abstreichen? Probe musst Mache du nicht ich. würfeln, das soll so gelingen. Ich möchte mir dann die Abendmesse geben, wenn es dann eine gibt. Ja, selbstverständlich wird Rondrasil selber halten. Rondrasil Löwenbrand, das lässt er sich nicht nehmen. Vielleicht ein paar bekannte Gesichter, die dir was sagen. Seine Frau ist natürlich auch anwesend. Man merkt schon, dass er diesen Ratsplatz verdient hat. Er ist sehr, sehr inbrünstig. Natürlich salutaristische Ausorden, also seine Lebensart wird da ziemlich klar und deutlich rüberkommen. Dass ihm es vor allem wichtig ist, dass man den Kampf gewinnt und dass man da dann eben auch mal Bögen benutzen darf. Ne, er will vor allem das Schwarze Land besiegen und er wird dann auch auf die beiden Magier eingehen, die anwesend sind, ganz offensichtlich. Der eine hat er natürlich auch im Vorfeld schon geheilt und geht da dann natürlich auch dann nochmal drauf ein, dass ja, die auch einen rondrianischen Kampf führen können. Geht da dann nicht so sehr um die Ausbildung, sondern eher um das Ehrgefühl von den Leuten. Das ist ein Mann nach meinem Geschmack. Wenn gekämpft wird, würde ich mich da auch ganz vorne mit anstellen. Du merkst, dass die Leute trotz dessen, dass sie wenig am Tage übertun, trotzdem sehr erschöpft sind. Das liegt wohl an der Luft, die sie hier atmen. Sind alle sehr kurzatmig, fällt hier auf. Und so werden sie selber keinen Schwertkampf mehr führen. Werden also nicht im Hofe noch weiter trainieren. Das werden sie tagsüber vielleicht tun, wenn sie da dann ihren Wachdienst versehen. Aber jetzt abends oder nach der Messe, zur Messe, werden sie keinen Schwertkampf üben. Dann suche ich mir nach der Messe mal einen Geweihten, der gerade so aussieht, als hätte er nichts zu tun. Rondra zum Gruß. Ich bin Gunter Donner für Ost von Greifenfels. Rondra zum Dank. Eine Frage, ich bin nur auf der Durchreise, aber mir kam die Predigt in dem Sinne seltsam vor, dass es keine Zweikämpfe gab. Ist das bei euch immer so? Nun, ein Dienst an den Göttern, den versehen wir den ganzen Tag über. Rondra wird sicherlich milde über uns lächeln, wenn sie sieht, dass wir darauf verzichten. Immerhin weiß sie, was wir hier tun, was wir hier leisten. Das sicherlich. Hast du mal einen tiefen Zug genommen von der Luft, die du hier atmest? Vermeide es, seit wir hochgekommen sind, allzu tief einzuatmen. Es wird schlimmer.
Ich habe von Rondirai gehört, dass ihr nach Süden wollt und nicht nach Osten. Leider ja. Je weiter ihr nach Süden vordringt, desto schlimmer wird es. Jolgumok ist ein Moloch. Sie haben nicht mal mehr einen Himmel. Das ist wirklich so schrecklich. Ja. Und so sehr ich den kleinen Gräum da drüben auf der anderen Brückenseite verachte, aber ihr solltet wirklich euer Silber wegtauschen. Wenn ihr der Wulfengarde auf dem Weg begegnet, dann könnte es sein, dass sie ziemlich, ziemlich anfällig gegen euer Silber in den Taschen werden. Alternativ könnt ihr natürlich eure ganzen Silberstücke auch hier in den Opferstock legen. Das tue ich dann auch erstmal, wenn der so in Armreichweite ist, ansonsten mache ich das gleich. Alles Silber, was du bei dir hast? Ja, ich habe 5 Silbertaler. Kann man schon mal hier lassen. Nickt da zufrieden. Schlägt dir auch seine große, riesige Pranke auf die Schulter. Gut. Aber jedenfalls erzählt doch noch einmal, warum sollte man sein Silber loswerden? Die Wulfengarde. Viele Werwölfe unter Angriff. Haben uns schon einige Männer gekostet. Werwölfe? Echte? Nur viele. Ja, viele. Silber ist da drüben nicht gern gesehen. Und ich weiß nicht, ob sie es wittern können oder riechen. Aber sie sind da ziemlich hinterher. Umso besser, dass ihr uns gewarnt habt. Keine Sorge, der Gräum wird das drüben auch tun. Wird euch darauf ansprechen, ob ihr nicht tauschen wollt. Natürlich zu seinen Preisen. Mit was zahlt man dann dort? Ich meine, mit Gold und Kupfer natürlich, aber sonst nichts? Oder mit ihren seltsamen... Wie heißen diese Metalle? Unmetalle. Genau den. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, was der Gräum euch da anbietet, aber... sicherlich wird er euch dann auch gegen Gold oder gegen Heller irgendwas anbieten. Hauptsache, das Silber ist weg. Und dahinter hat er irgendwie seinen kleinen fetten Cousin, der einen Wagen daneben sitzt und euch weitere Dinge anbietet. Wieder zu verdammt hohen Preisen. Ihr wisst nicht zufällig, wie der heißt. Keine Ahnung, ich interessiere mich nicht für Gräume. Alles eine Bagage. Nun hab Dank, dann will ich euch nicht weiter von euren Pflichten abhalten. Ja, drehe ich mich nochmal um, verneige mich nochmal vor dem Altar und suche dann auch nach meinen Kameraden. Ja, ich nehme könnt an, euch ich dann zur Ruhe legen, es sei denn, ihr wollt noch was tun. Sonst schreibe ich den nächsten Tag. Ich möchte nur die Silberinformation schon mal teilen. Oh, sehr hilfreich. Eine gute Idee, die Silber hier dem Rondra-Tempel zu spenden. Wir werden es brauchen, wenn die Feste eines Tages widerstehen soll. Falls sie eines Tages widerstehen kann. Oh, wahrlich? Nun, wenn sie uns nur schaden sollten, wir sollten vielleicht genug Silbertaler noch beiseite legen, damit wir die Überfahrt bezahlen können damit. Ich habe noch ein paar goldene Münzen. Und ein paar Heller habe ich auch noch, das wird wohl reichen. Abdullon wird auf den Rat hin von ihm ein wenig die Feste streifen und sich einen entlegenen Ort aussuchen, mal die unteren Steine einer etwas höheren Mauer, vielleicht vom Turm oder so, also wo sozusagen, wo man sich denkt, okay, da ist die Mauer noch ganz gut erhalten. Wird mal einen der unteren Steine immer mal so mit dem Fußland anstoßen hier und da, um zu gucken, ob er irgendwo dort vielleicht unter einem Wackerstein oder so seinen Geldbeutel mit dem Silbertalern zu größten Teilen verstecken kann. Gib mir mal eine Wildniskunde. Wie würde dir Gebirgskundigkeit würde ich dir anrechnen? Ansonsten kannst du mir vielleicht Baukunst noch anrechnen? Baukunst würde ich dir auch geben. Baukunst kannst du sogar mit einer plus 2. Baukunst plus 2, damit du da deinen Stein findest. Soll ja rentieren, dass du da das gesteigert hast. Ja, Schwert um 2, um einen geheimen Platz zu finden. Geht vor allem darum, dass die Steine vielleicht sich bewegen mit irgendwelchen Auswüchsen, mit irgendwelchen Adern. Also du wirst natürlich verschiedene... Ja, findest da eine kleine Mulde, da kannst du es reinlegen. Ist groß genug, kannst den Stein wieder drüber legen. Da würde es sicherlich sicher sein, da kommt auch keiner drauf, dass das da irgendwie versteckt sein könnte. Gut.
Ja, ich hatte vor, ein Silber zu spenden, aber nach der Probe will ich das doch nicht tun. Ich gehe dann wieder. Das war's. Silber auf Null gesetzt. Wie viel hast du jetzt reingelegt? Ja, alle 38 Silber, die ich hatte. Das ist bitter. 38 Silber in Agrimod. Naja, soll er haben. Kriegst du noch eine Anbetung und noch ein Gebet dazu. Gut. Ja, wollen die beiden Magier noch irgendwas tun oder habt ihr fertig? Ich wollte mich noch umkreuchen nach diesem seltsamen Singsang aus dem Limbus, ob er irgendwas stärker wird, schwächer wird. Das ist immer sehr, sehr leise. Halt aber von überall her. Also es gibt da kein Zentrum. Die ganze Burg ist einfach das Zentrum. Durch die Kämpfe. Ja, da wollte ich mir einfach nachts die Ohren mit irgendeinem Stück Stoff zustopfen, damit es mich nicht sehr ablenkt vom Schlafen. Kein Problem, ich gebe euch sowieso eine minus 1. Ja, ganz normale Regeneration, minus 1. Einfach durch diesen Limbus-Lärm, der euch wirklich ein bisschen stört. Vielleicht hört ihr auch noch die Steine, wie sie arbeiten, wie sie malmen. Ja, die Rondrianer müssen damit einfach leben, könnt aber auch bemerken, dass die wohl auch so unter echt Stress leiden. Gerade wenn man sich denen von hinten nähert, dass die da ziemlich fuchsig werden. Und dann geht es am nächsten Tage weiter. Draco Efferdan verabschiedet sich von euch. Ihr dürft noch einmal am Brunnen eure Sachen füllen, die ihr dabei habt, die Esel nochmal tränken, euer Pferd. Und ansonsten wäret ihr jetzt auf euch alleine gestellt. Ich würde zum Abschied nochmal zusammen mit Igna beten, auch wenn die Leute hier an falsche Identitäten glauben wie Ronra, kann man ja trotzdem nochmal für sie beten. Also bete ich mal zu Angrosch, dass er sie doch auch erretten möge, auch wenn sie gerade an die falschen Götter glauben oder an die falschen Identitäten. Das sei gestattet. Abdullah wird nicht das Wasser aus den Brunnen hier trinken, sondern an das 60 Liter Fass gehen und davon trinken. Richtig, das wurde ja aufgefüllt. Ich glaube, es waren sogar 80 Liter. Ein Fass sind normal 80 Liter, glaube ich, ja. Mhm. Es könnte vielleicht besser sein, mir gefällt diese Festung nicht. Gut, jedenfalls zahle ich meine 6 Heller Rückenzoll. Und wenn die anderen ihr Zeug haben, kann es losgehen. Nun, ich würde für alle den Brückenzoll bezahlen und gebe dort dann meine 8 Silber einfach ab. Das hört sich gut an. Dann kannst du da die restlichen Silbertaler loswerden. Hat jetzt noch irgendwer von euch Silber dabei? Nein. Ja, ich gebe das dann auch ab, wenn die mir das alle raten. Wo gibst du das hin? Achso, sie erzählen dir auch von der Alternative, dass du es beim Gräum tauschen kannst. Ja, aber Gräumen kann man nicht trauen, die sind ganz miese Menschen. Oder ganz miese Zwerge, ehrlich gesagt. Ganz miese Gräume, ja. Ich spende das einfach an diese Kirche da. Was auch immer das für komische Leute sind. Rondrianer, warum nicht? Die Tobimora selber ist faulig schwarz. Ob das noch Wasser ist oder einfach eine Flüssigkeit, einige Male könnt ihr brodelnde, faulige Gase aufsteigen sehen. Dass das hier nicht gesegnet wird von dem Eferdi, der hier komplett aufgegeben hat, wird vielleicht schon sinnig sein. Vor allem, weil man nicht genau weiß, was da oben in der Burg Tobelstein vor sich geht, wo die Quelle entspringt. Die Brücke selbst ist ziemlich gut befahrbar, möchte man meinen. Auf der einen Seite dann Kleinwaldstein zusammen mit den Rondrianern, die hier Wache halten. Und auf der anderen Seite zwei hölzerne Stände, die hier aufgebaut worden sind, hinter denen feixend, grinsend zwei Gräume sitzen. Kurz hintereinander versetzt, ungefähr so 5 Meter hintereinander. Mit verschränkten Händen sitzen sie da, so ein bisschen nach vorne gelehnt und schauen euch dann grinsend über den Tisch lehnend darüber an und begrüßen euch dann, als wäre es das Normalste der Welt, dass hier zwei Gräume Mutterseelen allein sitzen. Sieht einer von denen aus wie Ringix? Nein. Okay. Also die sehen alle aus wie Ringix, aber du wirst sehen, bei dem einen steht dann auch so ein Namensschild dran, Wechsler Grobruck, und der andere heißt, Feilscher Taork, und ja,
beide so ein Schildchen, auch mit Preislisten, die da aushängen. Und ja, die sehen genauso aus wie Ringix, aber naja. Da sind nur die beiden Gräume. Guten Morgen! Schön, dass ihr hier seid. Ein wunderbarer Tag, um Geschäfte abzuschließen. Yeah. Ja, kommt ran. Habt ihr Silber für mich? Ich bin Geldwechsler. Für nur 10% tausche ich euch alle eure Münzen um. Gebe euch eine andere Prägung, damit ihr euch bezahlen könnt. Ihr könnt natürlich auch so bezahlen, aber das ist gefährlich. Da weiß man ja nie, was euch entgegen. Und ansonsten könnt ihr auch gleich bei meinem Freund Taokai kaufen. Das ist natürlich egal, mit welcher Währung ihr bezahlt. Wir nehmen alles. Wir nehmen auch Wechselscheine. Nordlandbank. Ich möchte mal auf die Preisliste des Falschers schauen. Auf seine Auslage, je nachdem, was er hat. Der Falsche oder der Geldwechsler? Der Falsche. Erstmal der Falsche. Wonach suchst du? Dann kann ich dir sagen, ob er es hat. Nein, sorry, nach nichts Speziellem. Außer vielleicht nach einer Speerspitze für Dings, aber das wird er schon selbst machen. Er hat auch Zwergenwaffen im Angebot. Von mysteriöser Herkunft. Also da kann sich jetzt auch Eisemann bzw. Torgosch könnte sich da jetzt Zwergenwaffen kaufen. Von bis, also wirst du alles finden. Hat er irgendwie eine Pulle tobrischen Sauerwein oder so? Ja, bekommst du. Ich möchte erst dran riechen, bevor ich den kaufe. Riecht gut. Okay, dann, was wir da haben. Was kostet der? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich 2 Heller oder so. Ja, dann wird er ein Silber kosten. 9 Heller. Ich habe keine Silber. Tut mir leid, ich habe eine Familie zu versorgen. Und die ist groß und gierig. Gierig. Ja, und ich habe keine Taler mehr, tut mir leid, dann geht's nicht. Ja, tut mir leid. Dann ich nehme auch Dukaten. Ich kann auch passend rausgeben. Das ist das Gute, wir können immer passend rausgeben. Na, gib mir aber passend für hier die Seite vom Fluss. Ja, alles klar. Er nimmt eine goldene Münze und hackt die klein und gibt dir dann eine klein gehackte Münze mit einem Siegel von Yolgomak. Das sind so 2 Türme. Gibt er wieder zurück. Okay, dann habe ich jetzt noch 3 Dukaten. Die möchte ich dann direkt bei seinem Freund eintauschen. In Yolgomak. Ja, 10%. Also, wenn du 3 Dukaten umtauschst, müsstest du 3 Silber kriegst du weniger wieder. Und da hackt er dann auch wieder klein und gibt dir dann Dukaten, also Hack Silber, es ist ja normalerweise Hack Gold, gibt er dir dann zurück. Okay. Möchte Torgosch eine neue Waffe kaufen, eine Zwergenwaffe? Ja, natürlich. Ja, Preise mal 3. Ja, vollkommen okay. Kannst du beliebige Sachen raussuchen und kannst dich dann da wieder ausstatten mit Zwergenwaffen jeglichem Couleur. Wenn ich die dann in der Hand habe, fühlt die sich seltsam an? Fühlt die sich vernünftig gespielt an? Was habe ich da im Gefühl? Das ist eine ganz normale Zwergenwaffe. Okay, cool. Fragt sich natürlich, wo so ein kleiner Gräum eine Zwergenwaffe her hat. Ja, hat er geklaut. Oder also, okay, schlimmer. Ja, vermutlich schon, aber... Du willst nicht drüber nachdenken. Ja, wir akzeptieren jetzt einfach, dass er die hat. Vermutlich hat er die mit Magie gestohlen. Darf es für die beiden Magier noch etwas sein? Ich habe hier exquisiten Wein aus dem Horasreich. Ich kaufe nicht von Gräumen. Aber warum denn nicht? Ihr seid Lügner und Betrüger. Nein. Ach, was? Der letzte war auch gut. Da hatten wir Ringix getroffen oder so. Richtig, Ringix war noch auch. Der hat gute Geschäfte gemacht. Ja, habt ihr noch so viel Wurst? Ihr kennt Ringix. Ausgezeichnet. Der hat die besten Ware. Die kommen alle von uns. Die kaufen aber bei uns ein. Wollt ihr vielleicht etwas... Kringelwurst sollst du bekommen? Wir haben alles da. Kringelwurst, Hartwurst. Ja, er öffnet so eine kleine Lade. Okay, da dampft es so ein bisschen kühl raus. Wie auch immer er das hier lagert, aber wenn er dir dann die Hartwurst gibt, die ist richtig gut gefroren, sodass sie sich auch gut hält und könntest du da auch noch sehen, dass in dieser Kühltruhe noch andere Dinge sind. Wahrscheinlich irgendwelche Artefakte, die sie da benutzen, aber kriegst einen Kringelwurst. Kostet natürlich ein Silber. Ja, dann legt dir eine Dukate dahin. Ja, gibt er dir auch wieder raus oder die kleinen, je nachdem, kannst du natürlich auch deine eigene Währung behalten. Der soll hier die neue Währung rausgeben. Ja, gut, dann hackt er sich ein Stück von der Golddukate ab, gibt dir dann die Olgomaksche Golddukate im Ausgleich zusammen mit der hart gekochten Hartwurst, tiefgekühlt, hält sich gut, super. Ich hätte ganz gerne noch ein großes Stück Käse. Hartkäse, sehr gut. Kommt irgendeine besondere Region? Viele Löcher. Du
Du musst wissen, je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Gräumische Weisheiten. Kann man mal riechen, welcher denn so riecht, wie er zusagt? Ich kann das nicht so genau beurteilen. Komm mal ran, an die Truhe. Ja, nimm dich mit. Der sieht so aus, wie den Ringix auch angeboten hatte mir. Ja. Er riecht mal und dann, ja, davon nochmal ein großes Stück. Das ist Fairdocker. Er schneidet dir ein großes Stück ab, legt das auf eine Waage und berechnet da dann ab, hackt dann wieder Goldklein, wenn du es ihm gibst. Genau, dann kannst du dich da auch stacken. Gold und Silber und, ja. Damit habe ich jetzt sozusagen 1,8 Yolgomak-Dukaten. Gut. Ich möchte mir die mal ansehen. Wer ist da hinten drauf? Galotta? Ja, wahrscheinlich Galotta. Zumindest irgendwie ein Mann mit Glatze. Sieht ziemlich gut aus. Wobei, gut, das kannst du jetzt auf diese goldenen Dukate nicht erkennen. Ist wohl ein Magier, sieht zumindest so aus. Und während ihr da rumsteht, könnt ihr wohl erkennen, wie auf der Straße, hattet ihr eben gar nicht erkannt, steht wohl ein Zwerg auf und kommt dann auf euch zu. Hat da wohl noch so einen Stuhl oder sowas stehen oder so ein kleiner Hocker, der ist jetzt einfach umgefallen, weil er nur ein einziges Beinchen hatte. Schemel. Kommt dann auf euch zu, ziemlich missmutig. Guten Tag, ich bin Krator Stahlhand. Ihr seid Dunkelstein, ja? Richtig, Herodin. Herodin? Dann seid ihr der Falsche. Sucht ihr denn noch an? Ja. Ich wurde von Jelnern drauf angesetzt. Ich soll hier auf den Dunkelsteiner warten, aber wenn ihr sagt, dass ihr der Falsche seid, dann habe ich euch wohl verwechselt. Ihr solltet doch mit 10 Mann kommen. Ihr seid jetzt nur 7. Ist irgendwas auf der Reise passiert? Ich bin vermutlich nicht der, den ihr sucht. Wie heißt er denn? Morgan Dunkelstein. Fürchte, den habe ich auch auf der Hinreise nicht gesehen. Wenn er kommt, wird er deutlich hinter mir sein oder hat den Fluss woanders überquert? Wo kommt ihr denn jetzt her? Norden, wir waren auf Spähfahrt. Ritt, wie auch immer. Aber warum habt ihr dann Morgan nicht mitgebracht? Ich habe ihn nicht gesehen. Muss ich also noch hier warten? Hatte gedacht, dass ich endlich nach Yolgomak aufbrechen kann. Verspätet er sich. Scheiß Dunkelsteiner. Hey. Etwas Respekt gegenüber meiner Verwandtschaft, bitte. Interessiert mich nicht. Könnt euch eure Titel sonst wohin schmieren. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß auf der Reise. Ich hoffe vor allem viel Spaß auf dem Turnier zu haben. Wie auch immer. Ich gehe dann noch weiter. Ich lehne mich aber mal dann zu Ariccio rüber. Ariccio? Ja? Hab vielleicht ein oder zweimal während der Reise ein Auge darauf, dass wir von nichts Unsichtbarem verfolgt werden, ja? Ich will versuchen, auf zu achten. Danke. Ariccio, vielleicht sollten wir auch zumindest eine Kleinigkeit erwerben, damit wir etwas Handgeld haben. Wir können doch auch Geld wechseln bei diesem zweiten Gräuben, diesem Ding dort. Nun, das könnten wir auch. Allerdings sind die Kosten genauso, als wenn wir auch einen Wurst kaufen. Wir werden sehen. Hey, Gräum! Ja? Also ich zeige auf diesen Geldwechsel, aber diesen anderen. Grobrock. Ja? Wie heißt ihr? Ich bin Grobrock. Was ist euer Wechselkurs? Normalerweise 10%. Aber leider ist der Kurs gerade gestiegen. Tut mir leid. Jetzt sind es 12%. Ihr seid ein Gräum. Richtig. Das Problem ist, dass uns leider gerade etwas die yolgomakische Währung fehlt. Ganz normales Wirtschaftssystem. Nachfrage, Angebot. Nachfrage hoch, Angebot klein. Deswegen 12%. Das interessiert mich nicht. Gut. Hier, nehmt. Du merkst, wie er gerade steht so aufgestapelt, zu so einem kleinen Stapel, ungefähr so ein kleines Türmchen aus 10 Dukaten, wenn das so sicherlich sein. Und er wischt es gerade einfach mit seiner Hand vom Tresen nach hinten, klappert einfach, fällt runter ins staubige Gras. Tut mir leid, das Angebot ist leider gerade wieder ein bisschen gesunken. Nachfrage ist weiterhin hoch, 14%.
Arecho bezahlt den Mann endlich. Hier, nehmt diese 3 Dukaten und gebt mir mein Wechselgeld. Ja, er grinst dich richtig fies an. Und kein Silber. Und ja, nimmt natürlich dann wieder ein paar Dukaten nach oben, hackt dir dann Socke sagen klein, legt die wieder auf eine Waage, dass er dir bloß nicht zu viel gibt und gibt dir dann das Hacksilber. Hackgold. Ja, der Gedanke ist vernünftig. Ich tausche auch mal 3 Dukaten um. Nun, ich würde mir auch gerne eine Haft kaufen. Ja, 15%. Ja, ist mir egal. Ja. Überlegt ihm einfach 15 Heller dahin, sagt hier, ich hätte ganz gerne meine 10 Heller zurück und schiebt ihm die 15 Heller zu. Für Aminelaus bzw. Iolaus, die ganzen verschiedenen Namen, werden es dann 16% werden. Weil was, leider. Ich will doch beim anderen eine Wurst kaufen. Ach so, okay. Wurst. Ja, die ist teurer geworden, weil Angebot ist gerade leider gesunken. Oh, schade. Nun, da kann ich mir nicht. Ja, also, die Gräume nehmen euch aus, so wie sie es wissen. Jeder, der an dieser Brücke ist, wird ausgenommen. Die kennen natürlich ihre Qualität. Ich fühle mich jetzt noch nicht ausgenommen. Nichts, das ist mega. Der Zwerg Kratos Stahlhand setzt sich wieder auf seinen Schemel und missmutig sitzt er da einfach nur und wartet. Ach, Girodin. Ja. Könnten wir nicht ihn als Bedeckung organisieren? Er wartet hier auf einen von Dunkelstein. Ihr seid ein Dunkelstein. Er wartet auf einen anderen Dunkelstein. Und ich möchte nicht auf meine liebe Verwandtschaft warten und dabei riskieren, doch wohl das Turnier zu verpassen. Vielleicht werden wir ihm anbieten, eine Nachricht für deinen Verwandten hier zu lassen? Was wollt ihr mit dem? Er ist ein gutes Mittel, um nach Yolgomak vielleicht unauffälliger hineinzukommen. Und am Ende bringt er uns zu Jelena an und er wird sofort merken, wer ich bin. Abdullah, schau mal, ob die Grolme mit spitzen Ohren anscheinend mitlauschen. Nö. Die schauen interessiert, mit neugierigem Blick zu euch, wieder grinsend, aber ja, die sind außer Hörreichweite, wenn ihr das wollt, dann stellt ihr euch eben so hin. Nun gut. Das war nur sein Gedanke. Soll ich vergessen, was ich eigentlich wollte, siehste? Ja, wollt ihr weitermachen oder wollt ihr euch noch unterhalten? Nee, wir reiten erstmal weiter. Denke ich. Außer jemand hat noch was. Nein, wir wollen anscheinend nichts mehr, dann sollten wir aufbrechen. Dann reist ihr die Straße weiter nach Süden. Die Wälder sind hier finsterer als auch schon auf der anderen nördlichen Seite der Tobimora. Einige düstere Löcher, die hier teilweise sogar auch auf der Reichsstraße oder Herzogstraße existieren und eine faulige Spirale, die vor euch einmal durch die Straße läuft und dann, es erinnert Jalan auch so ein bisschen an die Schneise, die ihr in damals auf Maraskan gesehen hattet. Einfach nur ein schwarzer Streifen Land, der sich auch über diese kiesige Straße zieht, wo nichts wächst.